So, wir sind wieder da. Neben uns sitzt immer noch Robby. Klar. Zukunftsaussichten. Robby, was ist geplant in deiner Karriere? Du bist ja nun vielleicht nicht mehr der Jüngste, Danke. aber Dankeschön. du hältst dich ja sicher noch eine ganze Weile. Was hast du Ja. so? Du hast gesagt, dieses Jahr kommt Technology im Heizhaus. Giganten werden wir nicht sehen, aber Tanz in den Mai in Hamburg mit vielen Clubs, die da dranhängen. Was hast du sonst noch so vor? Vielleicht irgendwo, ab und zu hat man ja noch mal eine kranke Idee, die man vielleicht realisieren will Ja, die oder kranken möchte. Ideen, die kommen aber von heute auf morgen. Die kann ich jetzt nicht sagen, weil ich noch gar keine habe. Und mein Name sitzt hier zu Hause rum, guckt mir Sesamstraße an und dann fällt mir das auf. Das ist so. Das Kommt ist der wirklich. Teletubby Ray von Bei dir? Bambi fällt mir auch mal was ein oder im Sommer auf dem Balkon sitze. Dann habe ich Ideen und dann gehe ich sofort an den Computer bei. Ach so, also du hast aktuell noch nichts weiter Größeres fürs Jahr geplant oder Nee, so das kleine. ist wie Renaissance. Das ist von heute auf morgen entstanden. Das wusste ich dann ein paar Wochen vorher noch überhaupt noch nicht. Ach War nie so, in meinem Kopf drin. einfach zu dir gekommen. Ja, und dann, zack, stand's, Gehen wir Teil. ins Unrealistische rein. Hast du einen Traum? Ein Albtraum habe ich auch immer mit so schlecht schlafen. Nein, wie Traum? Nö, Sagen Sie mal, nö. die Location würde ich gerne mal haben oder den würde ich gerne mal dafür einkaufen oder. Location kriege ich ja immer alle. Das ist ja nicht das Problem. Da ist ja kein Traum, da geht man hin und hat man sie. Aber, nö. Ich habe Also eigentlich immer alles gekriegt, was ich wollte. Keine Träume. Übrigens, wir haben beim G-Move dieses Jahr einen schönen Kontorwagen in Berlin fahren. meinst du Berlin. wahrscheinlich die Love Parade? Ja, Loveberry, natürlich. Okay. G-Move bin ich so kein Freund von. Das Ach so. wissen die Leute, die mich Also kennen. ihr habt dieses Jahr wieder einen neuen Wagen für die Love Parade designt. Kontor, Kontor. Renaissance, Ach schön richtig, in lautes Teil. Kombination Kontor Ja, Renaissance. klar. Ach so. Richtig viel Druck reingepackt. Genau, das muss sein. Wenn die Standard-Renaissance-DJs drauf auflegen. Das ist ja wohl das Mindeste, ja, klar. Ach so. Ich selber lege ja nicht auf. Ich kann das ja nicht so gut wie die. Da habe ich aber was anderes gehört. Ja, Du das ist bist mal nicht nur Technologie. Veranstalter hier, ne? Du machst ja auch noch andere Sachen als nur in Anführungsstrichen die Organisation des Ich Ganzen. habe auch schon was gelernt, ne? Ich bin ja kein Moderator. Nein, sorry. Ja, klar, ich mache meine Flyer selber. Ich mache eigentlich alles selber. Und selbst auf der Straße gehe ich Flyer verteilen. Ich lege auch auf bei Technologie Also bei 9 und Technology 10. kann man Als Robby Robby, G. Robby G. kann man ihn da live erleben. Bretter wie ein 18-Jähriger. Das wollen die Leute ja da hören. Laser bedienen. Ich habe früher gerne Laser, also die Laseranlage. Das Leitanlage. bringt so einen Spaß. Glaub mir das. Kann ich mir vorstellen. Das die heutigen Veranstalter, die Kollegen, die, ich weiß nicht, die haben das irgendwie alle nicht drauf. Sorry, Leute, Kollegen, Ammer und so weiter. Hast du denn auch noch Einfluss drauf? Ich meine, dass du im Konto jetzt sagen kannst, das will ich haben und das will ich haben von den elektrischen Geräten her oder Nee, bist du da vielleicht kümmere ich mich, da habe gestanden? ich auch nicht so den Durchblick, sage ich ganz ehrlich. Mit dieser Technik habe ich nicht so die Ahnung. Und die Anlage von der Konter Diskothek, sie ist aber auch sehr schön. Die ist Also du kannst gut. dich noch daran erfreuen an der Technik, wenn du sie Ja, siehst. klar, natürlich. Super. Auch dann musst du auch den Hamburger Laden Phonodrom loben. Die haben in meinen Augen eine obergeile Soundanlage. Ne? Und Von und das. drum waren wir auch schon. Werden wir auch wieder sein. Die haben Aber schöne nicht. Sachen laufen. Leider gibt es den Laden nicht mehr lange. Nicht mehr? Nee, läuft jetzt irgendwie April, Mai aus. Ach so. Das ganze Teil, der wird ja abgerissen, umgebaut oder irgendwas ist da im Gespräch. Das ist schade, aber. Wiederum für mich nicht schade, wenn ich im Konto bin. Sag mal, wenn du jetzt nicht arbeitest, wo gehst du denn gerne auf Party? Oh, mal ich habe viel gerne auf dem Sonntag, da ist dieses Jazz-Dings-Club da, wie heißt der noch immer, weiß ich jetzt nicht genau. Oder mal normale Partys, wo ich einfach feiern kann, wo ich keine Verantwortung habe. Bei meinen Partys habe ich immer Verantwortung, da kann ich nicht so richtig mal einschnuddeln. Leider. Sich ganz ruhig geben. Ja. Hauptsache, man hat noch Lust zu feiern, auch wenn man es beruflich macht, ne? Ich habe viel Lust zu feiern. Warte mal ab, ich habe am 31. Mai Geburtstag. Da wird Wo feierst du gefeiert. den? Privat oder? Nee, wohl öffentlich. Entweder im Keller, im Kontor oder im Clubhaus Norderstedt. Da wohne ich nämlich da oben. 11. März, Riesenveranstaltung, auch mit Arek Ach von so. mir. Gut, vielleicht sind wir da auch. Das Vielleicht werden wir eingeladen dazu, man weiß ja nicht, Robby. Ja, natürlich, ihr könnt kommen, wir machen ein bisschen dunkler, dann sieht man euch nicht. Danke. Also gut. Ja, Robby, wir danken dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Dann bitte. Und ich hoffe. Wir wünschen dir viel Spaß weiterhin beim Party machen, Party organisieren. Habe ich, solange mich alle noch leben lassen, sind ja auch viele fiese Brüder in dieser Szene unterwegs, die den Neid auch deutlich zeigen. Willst du mal jemanden anschwärzen? Hier hast du die Nee, das mag Möglichkeit, ich das nicht. öffentlich zu Nee, dann steht er nachher im Studio vor der Tür. Aber es Nein, das bringt war. dich hier schnell raus. Es gibt immer wirklich ganz
Da stehen auch viele verlogene Volk. Ja, trotzdem hoffen wir, dass du uns hier im Hamburger Bereich noch lange, lange, lange erhalten bleibst. Ja, würde ich auch. Weiterhin gute Partys abmachen. Würde ich auch. Okay. Was sollen wir eigentlich sagen? Olli, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Sascha meinte, wir sollen eine Abmoderation machen. Gut, okay. Okay, also. Wenn ihr das nächste Mal reinschaut, am 1. April im Jahre 2000, werdet ihr eine neue Sendung von Club TV sehen. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Wir bedanken uns erstmal, dass ihr zugeschaut habt. Und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Und macht Party. Okay, dann tigert jetzt los, jagt die Clubs, füllt die Kassen der Veranstalter. Oder kommt irgendwo umsonst rein, halt wie es klappt. Viel Spaß noch.